HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 80. Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jacobs und ich begrüße auch heute wieder meinen Kollegen Kai Schiller im Homeoffice. Moin Kai. Moin Henrik. Und am Tag nach Ostern haben wir wie immer einen spannenden Gast gefunden, mit dem wir über den HSV, über den kommenden Gegner Darmstadt 98 und vor allem auch über seine Karriere sprechen wollen. Die nachträgliche Osterüberraschungsvorstellung übernimmt heute ein Mann, der unseren Gast vom allerersten Tag an kennt. Ja, ein herzliches Hallo aus dem Schwabenlände zum Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Markus Schiplock. Ich darf euch den heutigen Gast, meinen Sohn, den Fußballprofi Sven Schiplock, ankündigen. Lieber Sven, viel Spaß. Liebe Grüße aus deiner Heimat, dem Eckartstal. Ja, moin, servus und hallo Sven Schiplock, Stürmer von Arminia Bielefeld, Eckstürmer vom HSV und von Darmstadt 98. Moin, Schippo. Moin, grüßt euch. Ja, du hast schon die Augen ein bisschen verdreht. Wir haben es gesehen. Die Grüße kamen natürlich von deinem Vater, von der Schwäbischen Alb. Warst du über Ostern bei der Familie und gab es schon Andeutungen? Offenbar noch nicht, weil sonst hättest du wahrscheinlich die Augen nicht so verdreht. Nee, also von der Ankündigung wusste ich nichts auf jeden Fall. Und die Ostertage, ja, dadurch, dass wir ein Spiel am Samstag hatten und Training gestern, war ich über Ostern jetzt nicht zu Hause und hatte daher auch keine Vorahnung. Sehr gut, die Überraschung geglückt. Du bist ja seit 2,5 Jahren jetzt nicht auf der Schwäbischen Alb, sondern auf der Alm, und zwar der Bielefelder Alm. Aktuell allerdings an der Hand verletzt, ne? Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was passiert ist, was los ist. Ja, ich habe mir am Dienstag im Training die Mittelhand gebrochen. Ja, also war in einem Zweikampf, sah eigentlich ganz harmlos aus. Habe dann aber schon direkt einen stechenden Schmerz in der Hand gemerkt. Konnte zwar noch bis zum Ende trainieren, aber bin dann nach dem Training zum Röntgen gegangen und dann sieht man, dass die Mittelhand gebrochen ist. Zum Glück ein einfacher oder ein schöner Bruch, sagt man, ein gerader Bruch, dass ich nicht operieren lassen muss. Das heißt einfach eine Schiene mit ein paar Schmerztabletten und weiter geht's. Weiter geht's. Ja, stechender Schmerz klingt ja jetzt irgendwie relativ gering für einen Mittelhandbruch. Das hört sich irgendwie schmerzhafter an. Ja, ich hatte irgendwie wirklich Glück, dass es nicht so schwerwiegend gebrochen ist oder einfach ja, ein gerader Bruch war in dem Fall. Und ich habe irgendwie nicht so viel Schmerzen. Die Ärzte meinten auch, das kommt vielleicht noch oder müsste eigentlich mehr Schmerzen da sein. Aber ich konnte am Sonntag jetzt das Spielersatztraining auch wieder mitmachen. Klar, mit der Schiene ein bisschen gepolstert. Aber ja, keine Zeit, irgendwie mich auszukurieren. Wir sind ja leider kein, oder wir sind zwar kein Medizin-Podcast, aber ich weiß nur, beim Mittelfußbruch, das ist immer gar nicht so witzig. Also hat die Mittelfuß und die Mittelhand offenbar aber nicht so viel miteinander zu tun. Als Fußballer brauche ich zum Glück die Hand nicht so viel wie den Fuß. Aber ich glaube, es ist nicht zu vergleichen. Klar braucht der Knochen immer gleich lang. Weiß gar nicht, ob das stimmt, am Hand oder am Fuß. Aber ja, bis es wieder komplett zusammengewachsen ist, meinte der Doc auch, dass es dann so schon 3 bis 4 Wochen dauert. Aber da ich jetzt eine Schiene habe und es dann relativ gepolstert ist, versuche ich jetzt die Woche wieder voll mitzutrainieren und am Freitag wieder dann dabei zu sein. Genau, Freitag spielt ihr ja gegen Freiburg. Das heißt, die Zeit wird reichen auf jeden Fall und du wieder dann ja, spielfähig sein. So ist der Plan. Jetzt am Sonntag war es ganz gut. Ich muss jetzt mal schauen, wenn so 1, 2 Härtetests noch kommen unter der Woche, wie sich mit meiner Hand verhält, weil es schon ein bisschen ungewohnt auch ist, wenn es dann geschient ist, so mit der Balance, so ein bisschen die Koordination ist ein bisschen anders, weil man einfach nicht die Hand nicht ganz so bewegt wie sonst. Aber rein schmerztechnisch war es gut und wenn es so bleibt, steht da nichts im Wege, aber wie gesagt, das entscheidet dann auch der Trainer. Freitag spielen ja auch deine beiden Ex-Clubs in der zweiten Liga gegeneinander, HSV gegen Darmstadt. Natürlich wirst du dich auf dein Spiel erstmal konzentrieren. Wie ist es danach, nach deinem Spiel? Guckst du dann dir die Zusammenfassung bei The Zone an oder guckst du einfach nur das Ergebnis, mehr oder weniger emotionslos? Wie verfolgst du die Partie deiner beiden Ex-Clubs? Ich muss sagen, bei Darmstadt relativ wenig.
Beim HSV schon relativ viel. Aber wie es sich ergibt, jetzt am Wochenende natürlich. Gestern habe ich auch mitgefiebert und ja, gut. Ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Das tut mir schon weh auch, das zu sehen dann. Vor allem jetzt wieder am Wochenende so ein Spiel und so gut gespielt auch und so das Spiel im Griff. Und das tut dann nur weh, auch als Zuschauer, als Ex-HSVler. Wenn man es dem HSV einfach auch wieder gönnt, in der ersten Liga zu sein. Die letzten 2 Jahre ist einfach unglücklich, teilweise einfach versäumt dann. Trotz guter Spiele auch verloren. Und ich hoffe, dass es ist, dieses Jahr die letzten 7 Spiele voll packen und dann wieder in der ersten Liga sind, auf jeden Fall. Ja, mitgefiebert hast du doch mit Sicherheit auch mit Aaron Hunt, deinem ehemaligen Mitspieler, mit seinem fast Hattrick, muss man sagen. Aber nach dem 3-0 hast du noch nicht den Fernseher ausgemacht, offenbar. Ganz ausgemacht habe ich noch nicht. Aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass da noch irgendwas, wie gesagt, ich habe das Spiel ja angeguckt. Ich habe die letzten Viertelstunde, 20 Minuten, dann, wo es dann 3-1 oder so stand, 3-2 fast schon, habe ich dann auch wirklich dann auch nur das HSV-Spiel angeguckt. Ich wollte mir das dann wirklich auch angucken, weil ich dann gedacht habe, eigentlich kann da nichts mehr passieren in dem Spiel. Umso ärgerlicher, klar. Aber ich hoffe, dass es dieses Jahr wirklich dann trotzdem reicht. Ich war gestern im Stadion beim Spiel und habe das natürlich von der Tribüne aus verfolgt. Hendrik war nicht im Stadion, hat aber einen Kommentar im Abendblatt geschrieben jetzt, dass er das Spiel das erste Mal seit langer Zeit nur am Live-Ticker verfolgt hat. Und er meinte, er hätte, das kannst du ja vielleicht gleich selbst erzählen, er hätte beim 3-1, hätte er irgendwie gewusst, was jetzt passiert. Hast du auch dann so eine HSV-Vorahnung oder bist du da ganz anders rangegangen? Nee, also ich fand schon, dass sie die letzten Wochen schon auch wieder konstant waren. Und dass sie beim 3-0 und so ein 3-1, vor allem ist es dann, muss man auch dazu sagen, natürlich ist es dann auch nicht mehr so, dass der große Druck von den Zuschauern auch kommt. So dieses, wenn du dann dort spielst, klar, und du kommst nochmal 3-1 und da sind, weiß nicht, was passt da rein, 60.000, 50.000, sowas, dann ist es nochmal was anderes, aber ich denke mir dann immer, wenn man 3-0 führt und auch einfach so eine hohe Qualität hat, dann macht so ein Tor macht einem nichts aus. So das, aber wie gesagt, dann lässt man ein, zwei Torchancen noch liegen, dann kommt man ein bisschen ins Grübeln und dass es dann auch immer so ist, dass es dann auch wirklich dann der Ausgleich oder die Niederlage ist, das ist halt umso bitterer, dass sie mal nicht wirklich mal mit dem blauen Auge davon kommen und dass irgendwie wie der Ball wird von der Linie gerettet und dass der einfach dann nicht mehr reingeht, weil man sagt, okay, heute sind wir mit dem blauen Auge davon gekommen, aber wir haben trotzdem verdient gewonnen, aber irgendwie ist es wirklich immer wieder auch bitter zu sehen, wie in den letzten Minuten die Spiele verloren oder ja, verloren gehen. Wie du schon sagst, ich habe das auch deswegen geschrieben, weil es beim HSV einfach nichts Neues ist. Also es ist ja gerade in dieser Saison auch schon häufiger passiert in Aue beim 3-1 Spielstand, dann noch 3-3 ausgegangen. Gegen Heidenheim haben sie mal 2-0 geführt, dann ging es 2-3 aus. Deswegen hat man oft das Gefühl, irgendwie geht es am Ende immer gegen den HSV aus. Jetzt so ein Spiel wie gestern, du hast das ja auch gesehen. Was würdest du dann sagen? Ist das dann eher so eine verfrühte Selbstzufriedenheit oder ist das dann einfach ein bisschen Unvermögen oder wie du schon sagst, dann auch ein bisschen der Kopf, der dann anfängt zu grübeln, sobald dann irgendwie wieder der Gegner ein bisschen dran ist? Ja, irgendwann ist es dann schon ein bisschen auch der Kopf. Ich sage, wenn du dann 3-0 führst, dann bist du schon gut im Spiel und denkst dir, heute kann nichts passieren und dann kriegst du ein Tor, aber da passiert noch nichts, weil der HSV war ja gut im Spiel und ich glaube, war nach dem 3-1, wo sie ein, zwei richtig gute Möglichkeiten auch noch hatten, und wenn dann das 4-1 ist, dann ist das Spiel vorbei. Aber dann irgendwie läuft es dann irgendwie gegen dich. Du machst die Torchance nicht rein. Du denkst dir aber trotzdem, heute kann nichts passieren. So, und dann erst mit dem 3-2, sage ich, ist es dann schon so, dass es im Kopf so ein bisschen anfängt und denkt, ey, das Spiel können wir heute auf gar keinen Fall verlieren oder können hier Punkte liegen lassen, weil wir haben bisher so souverän. Und dann, ja, dann macht der eine da einen Fehler, da passt einer nicht auf und dann kommt eine zum anderen. Und ja, das ist im HSV wirklich so oft passiert, dass ich kann das mir auch nicht erklären. Ist da schon auch manchmal auch Pech dabei, muss man einfach sagen, bei vielen Spielen. Das ist ja, wie gesagt, mit dem Ball, wo gerettet wird auf der Linie und der im Liegen schießt er ihn so rein. Also
ja, ist einer von 1000 Schüssen vielleicht, aber irgendwie kommt so vor, dass da der HSV dann schon auch immer häufig solche Spiele dann auch verliert. Diese Geschichte mit dem Kopf, die du angesprochen hast, jetzt ist es gestern so gewesen, dass Bobby Wood zwei Riesentorchancen hatte und leider nicht gemacht hat. Ist es gerade als Stürmer so, dass man dann vielleicht auch mal den Moment länger nachdenkt oder dass man sich mehr Druck macht, weil wenn du im Mittelfeld Fehlpass spielst, dann ist es oftmals, nicht immer, nicht der entscheidende Fehlpass, aber wenn du als Mittelstürmer dieses Ding nicht machst, dann kann es halt nach hinten losgehen direkt. Ja, also wie gesagt, ich habe das, glaube ich, oft genug auch schon miterlebt, dass man eine richtig gute Torschuss hat und gefühlt im Gegenzug direkt ein Tor kriegt. Aber das gehört dazu, zum Sport auch. Klar ist mit Bobby schon sehr, sehr schwierig. Ich sage, der macht sich schon auch sehr, sehr viel Gedanken darüber, über seine Situation und lange nicht gespielt, nicht im Rhythmus. Wenn gespielt, dann mal gut gespielt, mal nicht so gut gespielt. Und klar, es ist dann beim HSV schon auch so, dass dann der Druck schon da ist. Und der eine geht ein bisschen besser damit um, der andere hat ein bisschen mehr Probleme damit. Und klar ärgert das einen Stürmer dann auch, wenn dann solche Chancen vergibst und du dann hinten raus dann wirklich auch noch die Punkte liegen lässt. Und klar nagt das ein bisschen an einem Spieler, ist einen Tag danach weg, der andere zieht es ein bisschen länger mit, aber da ist jeder auch unterschiedlich. Du hast ja jetzt auch schon bei einigen Vereinen gespielt, Stuttgart, ein großer Verein, auch wenn da deine Karriere erst angefangen hat, Hoffenheim, da wart ihr auch dann im Abstiegskampf, mit Darmstadt natürlich ebenso. Ist es trotzdem beim HSV, ist dieser Druck noch ein bisschen was anderes, also auch wenn du jetzt Bobby Wood erwähnst, der dann auch lange nicht getroffen hat, da kannst du dich mit Sicherheit als Stürmer gut hineinversetzen. Ist das beim HSV noch ein anderer Druck, eine andere Erwartungshaltung, mit der man umgehen muss? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ja, also will ich nicht sagen, ich bin ein Paradebeispiel dafür, aber ja, also rein an meiner Spielzeit beim HSV sieht man dann schon auch, dass da irgendwas passiert ist, dass irgendwie diese Selbstverständlichkeit, Tore zu schießen, irgendwie dann abhanden gekommen ist, obwohl ich dazu sagen muss, in meiner Karriere nie übertrieben viel Tore jetzt auch geschossen habe. Ich bin nie nur an den Toren gemessen worden und nie an den Toren nur, ja, also nur verglichen worden mit den Toren. Und das war beim HSV ein bisschen anders. So, da zählt es einfach nur, als Stürmer Tore zu schießen. Da ist es egal, wie viel Assists du machst, wie viel du läufst. Schlussendlich musst du Tore schießen. Ist nicht nur beim HSV, so ist grundsätzlich als Stürmer so. Und diese Situation, ja, ist dann schon auch was anderes, weil der enorme Druck von außen dann schon ein anderer ist, wie bei anderen Clubs. Beim Aufstieg ist es auf jeden Fall so. Ja, wie gesagt, aber der eine Stürmer kann besser damit umgehen. Ich konnte jetzt in dem Fall auch nicht richtig damit umgehen. Für mich war das auch neu. Ich bin von einem Club wie Hoffenheim gekommen. Da hat es niemand, in Anführungsstrichen, niemand interessiert, ob ich mal 4, 5, 6, 7 Spiele kein Tor geschossen habe. Aber beim HSV war es dann schon so, dass es dann angefangen hat mit zwei Spielen, drei Spielen und dann wird der Druck schon größer. So. Und dann macht man sich schon einen Kopf. Und ich muss sagen, in der Situation, wo es dann auch bei mir so war, dachte ich schon auch, dass ich weiter bin mit meinem Profi-Dasein, dass mich an meine Spielweise nicht herangeht. Dieser Druck, dieser öffentliche Druck, dieser Zuschauerdruck, dass es meine Leistung nicht so beeinträchtigt. So, und das war für mich auch neu. Und es hat mich natürlich in dem Fall schon völlig aus der Spur gebracht. Und das, ja. Das ist jetzt wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber du hast ja selber gesagt, der Zuschauerdruck ist, der kann es ja im Moment nicht sein, weil Zuschauer sind ja nirgendwo da, leider seit einem Jahr. Hast du für dich mal im Nachhinein ergründet, woher dieser Druck in Hamburg kommt? Man sagt immer, wenn du aus Hoffenheim gekommen bist, klar, hier sind 2, 3 Zeitungen mehr am Trainingsplatz wahrscheinlich als in Hoffenheim. Macht man sich diesen Druck möglicherweise einfach auch selbst, weil man Spieler eines großen Clubs ist, der zwar nicht mehr in der Bundesliga spielt, aber immer noch irgendwie diese Raute da überall hängt. Woher kommt dieser Druck? Ja, gute Frage. Klar ist es erstens mal schon auch noch von diesem Erfolg früher.
dass viele noch diesem Erfolg von früher jetzt inzwischen nicht mehr klar. Mit der Zeit sagen auch viele, klar, jetzt wir sind schon auch demütig geworden oder wir geben uns schon mit wenig zufrieden. Aber es war, ich sag mal, vor ja, 4-5 Jahren schon auch noch ein bisschen anders. So. Und dann ist es mit den Zeitungen, finde ich, in Hamburg so, dass es keine Grauzone gibt. Also entweder bist du der völlige Flop oder der neue Top-Stürmer in Deutschland. So, und dieses einfach mal normal sein und normal spielen, das gibt es nicht. Entweder du bist nicht gut genug oder du bist top. So dieses, und das ist schon extrem in Hamburg, fand ich. Jetzt war ich davor in meiner Karriere auch bloß in Hoffenheim, muss ja auch dazu sagen. Das ist bestimmt in anderen Clubs genauso. Man sagt ja auch in Köln und gibt es noch andere Clubs, wo... Stuttgart, genau, wo es mit der Presse auch so ist. Ja, aber ich weiß, wo der ganz große Druck auch herkommt, weiß es nicht, woran es liegt. Wie ist denn das in Bielefeld? Also da hast du ja jetzt auch letztes Jahr um den Aufstieg mitgespielt. Da hattet ihr natürlich jetzt nicht so viel zu verlieren. Trotzdem gab es dann auch den Moment, wo ihr die Tabellenführung verteidigen musstet und eigentlich auch schon den Aufstieg so gut wie sicher hattet. Auch da spielt der Kopf natürlich nochmal eine große Rolle. Jetzt seid ihr im Abstiegskampf. Kannst du das vergleichen mit deiner Zeit in Hamburg? Nee. Nee. Ich muss sagen, ich bin ja mit einer ganz anderen Erwartungshaltung nach Hamburg gekommen, muss man dazu sagen. Dass ich der dann auch nicht gerecht geworden bin, habe ich jetzt gerade erklärt, aus was für Gründen auch jetzt, dass es dann einfach auch sehr, sehr schwierig war für mich. Und muss ich dazu sagen, nach dem ersten Jahr hatte ich das so ein bisschen das Gefühl, war alles neu, so neue Start, neue Trainer, neue Mannschaft. Ich habe so ein bisschen auch gebraucht, um mich einzuleben, auch wenn mir die nicht gegeben wurde, die Zeit. Und wollte ja dann eigentlich so in einem zweiten Jahr richtig dann angreifen und sage, jetzt gebe ich Gas hier, jetzt kenne ich alle Gegebenheiten, die Stadt. Und wurde dann so ein bisschen dazu gedrängt, einfach den Verein zu verlassen einfach. Und das war für mich dann schon auch eine schwierige Situation, weil dann einfach mit diesem ein Jahr kein Tor geschossen, irgendwo anders hinkommen, da geht es auch um den Abstiegskampf. Die Situationen sind nicht zu vergleichen wie jetzt, weil für uns war das einfach, wir sind sehr, sehr dankbar, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich nochmal in der Bundesliga spielen darf überhaupt. Und es war klar hier mit Bielefeld, dass es bis an den letzten Spieltag ein Kampf ums Überleben wird. Und jeder ist mit der Situation, geht mit der Situation so auch um, dass es auch immer wieder Spiele gibt, dass man 4-5 Spiele mal in Folge verliert und lauter solche Dinge ist sich jeder bewusst hier und deswegen ist dieser ganz große Druck nicht so da. Also das war ja beim HSV schon anders. Da hat man schon erwartet, dass man wieder ein bisschen nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat und mal in ruhige Gewässer irgendwie spielt. Und das hier ist, das wusste jeder, dass es eine schwierige Saison wird und ein schwieriges Vorhaben für den ganzen Verein. Und deswegen ist ja ganz, ganz große Druck. Ist wie bei mir im Aufstieg ähnlich. Ist eher bei den anderen da. Für uns ist es einfach ein Aufstieg. Es war beim Aufstieg so, wir dürfen aufsteigen und wir dürfen auch vielleicht in der Liga bleiben. Und so wie es jetzt aussieht, sind 7 Spieltage vor Ende und wir sind noch voll im Rennen um den Liga-Bleib. Und deswegen ist alles okay, wie es gerade ist. In Hamburg hat man ja erkannt vor der Saison, dass dieses Thema Druck und Psychologie gerade in Hamburg ein besonderes Thema ist und hat dann den Mentaltrainer Martin Daxl zusammen ins Team reingeholt und hat auch relativ gutes Feedback bekommen aus der Mannschaft, der wird gut genutzt. Wie ist das in Bielefeld? Habt ihr einen Mentaltrainer, einen Teampsychologen oder sowas oder habt ihr das gar nicht? Nee, das ist hier gar kein Thema. Also ja, das ist auch, kann man jetzt auch nicht ganz vergleichen, aber wir hatten mal eine Zeit lang in der zweiten Liga mal ein halbes, dreiviertel Jahr einen Psychologen und der wurde, ich glaube, nicht so richtig genutzt, angenommen und dann aufgrund dessen hat man dann einfach gesagt, okay, die einzelnen Spieler, die irgendwie Unterstützung brauchen, die haben dann irgendwas Privates, wo sie Unterstützung holen können, aber so ein, wo regelmäßig im Training da ist und hat sich dann erledigt. Also wie gesagt,
Du persönlich arbeitest ja selbst mit einem Mentaltrainer zusammen, seit Jahren schon. Kannst du vielleicht einmal sagen, an welcher Stelle deiner Karriere, die du dich dazu entschlossen hast, mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten? Ja, entschlossen war, es war eigentlich mit David Kadel schon ewig. Ich habe den kennengelernt in Stuttgart. Unsere Familien kennen sich. Sein Bruder wohnt auch auf der Schwäbischen Alb und wir kannten uns von den Familien und so kam der Kontakt so ein bisschen zustande. Und seit ich in Stuttgart bin, habe ich eigentlich diesen Kontakt und der hat mich meine ganze Karriere mit begleitet, mal intensiver, mal nicht so intensiv. Es gab Phasen meiner Karriere, wo ich dann einfach die nicht so intensiv gebraucht habe, weil es einfach dann auch gut lief. Ist ja meistens so, wenn es gut läuft, ist braucht man nichts. Und wenn es schlecht läuft, braucht man einen, wo man sich ein bisschen austauschen kann, wo ein paar Tipps geben, wo wieder ein bisschen das Mindset auch ein bisschen wieder richtig stellt oder ja. Und das ist bis heute so, ja. Immer wieder, wenn ich was brauche, rufe ich ihn an oder wir treffen uns. Jetzt mit Corona ist es schwierig, aber ich komme ganz gut klar mit den paar Sachen, was er mir auch mit an die Hand gegeben hat. Und ja. Kannst du mal erklären, wie das, also was für eine Regelmäßigkeit ist da drin, wenn du sagst, ich rufe ihn an, wenn ich ihn brauche? Also habt ihr alle 2 Wochen mal Kontakt, einmal im Monat, alle halbe Jahr? Kann man das gar nicht so richtig sagen, weil es halt, wie du eben schon gesagt hast, je nach da, wo du gerade spielst, anders sein kann? Ja, es gab Zeiten, da habe ich bestimmt wöchentlich mit ihm telefoniert. Es war ja dann auch so, dass zu meiner Zeit beim HSV ja auch schon einen Psychologen gab, im zweiten Jahr, glaube ich, in meinem zweiten HSV-Jahr. Und den habe ich dann auch mitgenutzt. Spreckels war das, ne? Genau, ja. Und mit dem bin ich auch super klargekommen und ich mag es dann auch mal, wenn man mit einem Face-to-Face sitzt und mit ihm sich unterhält und nicht übers Telefon. Und da David Kadel dann aus der Ecke, glaube ich, Aachen kommt, war es dann einfach so, dass ich dann mit ihm dann auch noch ab und zu telefoniert habe, aber dann eher das andere mehr in Anspruch genommen habe. Und da war es dann schon auch, wöchentlich dann auch, wo ich das auch genutzt habe. Wie gesagt, die HSV-Zeit war auch mit einer meiner schwersten rein psychologisch. Und deswegen habe ich da schon auch regelmäßig den genutzt und ich sag mal, so 3-mal im Monat so war ich dann schon auch dort und habe dann einfach mit ihm dann über die Probleme gesprochen, wo dann aktuell waren einfach. Christian Spreckels, ich weiß nicht, ob du das weißt, der arbeitet jetzt mittlerweile beim FC St. Pauli, also hat auch mal den verbotenen Wechsel gewagt mit einer kurzen Pause. Ja. Genau, mit David Kadel hast du ja auch mal zusammen einen Film gedreht und vorne hilft der liebe Gott, heißt er. Dann sprechen ja einige Fußballprofis und auch Trainer über ihren Glauben, unter anderem auch Jürgen Klopp, David Alaba. Musste er dich dafür überzeugen von diesem Projekt oder war das für dich auch irgendwie ein reizvolles Thema, was du dann, oder wovon du dich schnell begeistern konntest? Ja, da war nicht lange Überzeugungsarbeit nötig, aber wir haben ja auch schon 2 Jahre davor auch mal ein Buch zusammen gemacht, das Fußballgottbuch. Und von dem her war das gar kein Thema. Er hat gefragt, er hat da eine Idee, ob ich da mitmachen will. Und da bin ich bei seinen Ideen eigentlich immer dabei und mache das eigentlich gern mit ihm, weil ja, ich gerne darüber spreche. Er immer witzige Ideen hat, von dem her passt das immer ganz gut. Du machst ja kein Geheimnis daraus, dass du gläubig bist. Hilft denn vorne der liebe Gott? Mir persönlich hat er sehr, sehr geholfen. Also ich glaube oder ich weiß, dass ich ohne den Glauben wahrscheinlich kaputt gegangen wäre am Fußball. Also es gab schon Punkte in meiner Karriere, wo ich schon kaputt gegangen wäre dran. Und da hat mir es schon sehr, sehr geholfen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da jeden Tag da liege und sage, ich bete und bete, dass ich jeden Tag ein Tor schieße. Das ist nicht die Botschaft, die wo ich jeden Tag habe, aber ja, dass ich dann einfach einen anderen Blick manchmal auch drauf, dass ich nicht auf die Situation direkt, sondern aufs große Ganze
was ich erreicht habe und wo ich bin. Und wenn man dann oft das große Ganze betrachtet, dann wird man wieder sehr, sehr demütig und dankbar. Und das hilft einem schon auch sehr dann. Ist das richtig, dass David Kadel dich auch zu diesem Glauben geführt hat? Oder dass er dir da mal gesagt hat, pass auf, hier lies mal das und das und dich da so ein bisschen eingeführt hat? Also den Glauben habe ich von zu Hause also mitgekriegt einfach. Der war schon immer da. Das war einfach von klein auf bei uns. Aber er hat mir schon auch mitgeholfen, klar. Intensiv ein bisschen zu verstärken, was es wirklich heißt, an Jesus zu glauben, auch ein bisschen danach zu leben. Und da hat er mir schon auch geholfen. Wie gesagt, in meiner Karriere zur Hoffenheim-Zeit war ich mal an meiner Hüfte mal verletzt. Und da hat er mir schon sehr, sehr, sehr viel geholfen und mich unterstützt. Und in der Zeit wurde so mein Glaube dann schon auch viel, viel stärker, wie er davor war. Hat mir dann, wie gesagt, in den schweren Phasen meiner Karriere, und da waren schon auch einige da, schon auch sehr geholfen. Als Wochenendarbeiter ist für dich der Kirchbesuch ja ohnehin nicht so ganz einfach zu realisieren. Jetzt in Corona-Zeiten leider geht es halt eigentlich gar nicht. Wie hast du das Ostern gemacht? Gab es irgendeine Chance für dich oder halt eben gar nicht, weil ihr habt ja gespielt am Ostersonntag, am Sonnabend habt ihr gespielt, ne? Ja, auslaufen so. Wahrscheinlich in Ostersonntag. Ja, mit in die Kirche gehen, geht aktuell sowieso nicht. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt drauf poche, irgendwie in die Kirche, unbedingt in die Kirche zu müssen oder irgendwelche Termine wahrzunehmen. Ich bin eher der Typ, wo ihr lieber in eine Gemeinde geht, wo ein bisschen alles ein bisschen lockerer ist, nicht ganz so steif wie in der Kirche. Hat wenig, für mich hat der Glaube an sich wenig mit, ich muss in die Kirche gehen, zu tun. Also das sind für mich zwei Paar Stiefel. Ich kann trotzdem Jesus in meinem Leben haben und den Glauben haben, ohne dass ich jeden Sonntag in die Kirche springen muss. Ab und zu ist es trotzdem gut und es macht Spaß auch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich gezwungen fühle, jeden Sonntag um 10 irgendwie in der Kirche zu sitzen. Wir haben jetzt eben relativ viel über David Kadel gesprochen. Jetzt würde ich sagen, hören wir ihn mal selbst und er hat einen ganzen Strauß an Fragen an dich. Moin, moin, Sven, sagen die in Hamburg, ne? Aber hör mal, hier ist dein schwäbischer Freund, der David. Wir kennen uns, glaube ich, schon seit gefühlt 25 Jahren. Und deswegen mache ich den Anfang auf Schwäbisch, damit die Saudackel da in Hamburg oben jetzt nicht verstanden, was ich dir jetzt sagen tät. Für mich bist du der Schipinio, wie ich dich seit langer Zeit nenne. Warum nenne ich dich eigentlich Schipinio? Wahrscheinlich, weil du so brasilianisch spielst. Ich habe drei Fragen an dich. Erste Frage, welche Verletzung hast du eigentlich noch nicht gehabt? Wahrscheinlich ist das Einzige, was du dir noch nicht irgendwie gebrochen hast, das Ohrläppchen oder so. Okay. Zweite Frage an dich, mein Lieber. Du schuldest mir echt einen Arsch voll Geld, weil ich dich seit Jahren in meinem Kicker-Team aufstelle, Kicker-Manager-Spiel. Meine Frau sagt immer, David, du darfst nicht deine Freunde aufstellen, das bringt nichts. Aber dann sage ich ihr immer, nein, Schatz, der Sven muss in mein Team. Und jetzt kommt die Frage, hast du dich eigentlich selbst auch gekauft? Hast du dich selbst auch gekauft? Und die nächste Frage wäre dann, bringst du dich eigentlich jede Woche? Stellst du dich auch auf? Weil ich kriege da immer einen Punkt, Shiplock steht da, jede Woche. Shiplock ein Punkt. Warum? Weil er eingewechselt wird. Also gut, und jetzt kommt meine letzte Frage an dich. Lieber Sven, du weißt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und wenn Männer das zueinander sagen, da steckt schon was dahinter, aber wir haben ja so viel erlebt. Wenn du einmal im Himmel vor dem lieben Gott stehst, was wirst du eigentlich Gott als allererstes fragen? Das interessiert mich wirklich. Also, bleib wie du bist, du alter schwäbischer Saudackel. Wir sehen uns in Honau im Freibad, wenn du auf dem 10-Meter-Brett wieder mit dem Arschbömble ins Wasser reinspringst. Und bis bald. Ja, du alter schwäbischer Saudackel, da haben wir jetzt einige Fragen bitte beantworten. Und wir gehen mal schön der Reihe nach. Ich glaube, die erste Frage passt ja sehr gut zu deiner aktuellen Woche, war auf die Körperteile bezogen.
Also wir wissen schon mal, die Hand hast du abgehakt in dieser Woche. Wie sieht es sonst aus? Ohrläppchen noch nicht gebrochen und ansonsten verletzungstechnisch? Ich muss sagen, verletzungstechnisch, wie soll ich es erklären? Also viele Verletzungen hatte ich zwar, aber nie irgendwas, wo richtiges was kaputt war, muss ich sagen. Ich glaube, von den Bändern und meine Muskeln und das war, bin ich eigentlich relativ verschont geblieben. Aber es ist einfach mit meiner Hüfte, war das einfach so, dass ich lange Jahre Probleme hatte. Ich glaube, das erste Mal Probleme mit meiner Hüfte, wie ich vorher erzählt habe, in Hoffenheim 2013 oder sowas. Und das hat mich einfach dann meine ganze Karriere bis zu meiner OP jetzt eigentlich begleitet. Und das waren dann einfach Folgeverletzungen aufgrund meiner Hüfte, Fehlstellungen, Fehlbelastung und dann 4 Wochen mit dem Rücken, dann da eine Zerrung, da eine leichte Verletzung. Und die Summe, in der Summe war es halt schon sehr, sehr viel. Wie gesagt, große Verletzung war richtig große, war eigentlich nur meine Hüft-OP. Und das habe ich dann einfach gemacht aus dem Grund, weil ich dann einfach auch viele Probleme bekommen habe aufgrund der Hüfte. Das war gar nicht notwendig, rein schmerztechnisch. Aber es war einfach ein Ansatz, wo wir sagen, okay, vielleicht komme ich verletzungsfreier irgendwie durch die Saison und kriege weniger kleine Problemchen, wenn wir das Große vielleicht mal beheben. Und dann haben wir das untersucht und beschlossen, dass wir es machen. Und wie gesagt, ich bin bis jetzt mal zu meinem Handbruch einfach auch jetzt eine komplette Saison und ein komplettes Jahr verletzungsfrei geblieben. Und das war schon lange nicht mehr so, muss ich schon ehrlich zugeben, ja. Ja, da hat der David Keidel ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall hast du ja jetzt die Saison schon einige Punkte gesammelt beim Kicker-Manager-Spiel. Du hast, glaube ich, mittlerweile fast 25 Spiele schon gemacht oder 25 Einsätze. Ein paar Vorlagen war dabei, auch ein Tor schon. Kaufst du dich auch selbst beim Kicker-Manager-Spiel? Hast du und stellst du dich auf? Also wir haben hier mit der Bielefelder Mannschaft bei Kickbase auch eine Liga eröffnet. Und da habe ich mich natürlich im Team, aber natürlich habe ich mich auch nicht aufgestellt. es ist einfach, ich glaube, um das Kickerspiel zu gewinnen, brauchst du Spieler, die wo erstens mal immer spielen von Anfang an und immer an Toren beteiligt sind oder Tore schießen, also auf der Sturmposition. Und da ich so gut im Sturm aufgestellt bin, bin ich zwar im Team, aber sitze auf der Bank. Ich würde mich wahrscheinlich regelmäßig einwechseln, wenn es ginge an der Kickbase-App, aber das geht nicht. Von dem her habe ich mich im Team, aber ich stelle mich nie auf. Also nie, muss ich nicht sagen. Es gab schon ein, zwei Spiele, wo ich wusste, dass ich von Anfang an spiele und ein gutes Gefühl hatte. Und da habe ich mich aufgestellt, aber wie gesagt, auf Dauer überzeugen die anderen Stürmer mehr. Über euer Bielefelder Kickbase werden wir gleich nochmal ganz kurz sprechen, aber vorher musst du noch die dritte Frage und die letzte beantworten. Was würdest du den lieben Gott fragen, wenn du im Himmel vor ihm stehen würdest? Ich glaube, ich würde ihm gar nichts fragen, sondern ich würde einfach Danke sagen. Ich würde mich einfach bedanken für das Leben, was ich bekommen habe, was ich leben darf, was ich erreicht habe, dass ich eine Familie habe, wo gesund ist, meine Frau kennengelernt habe, meine Karriere, mehr Bundesligaspiele gemacht habe, wie ich mir das erträumen hätte lassen. Von dem her, ich hätte, glaube ich, gar keine Frage. Ich wäre sehr, sehr dankbar dafür, was ich erleben durfte und was ich für ein Leben geschenkt bekommen habe. Wir hoffen auf jeden Fall, dass er dich nicht bestrafen würde für deine Schummeleien. Denn das tust du offenbar ab und zu, zumindest behauptet das Stefan Ortega, der Torhüter von Arminia Bielefeld. Sven Schiplock, der härteste Gegenspieler im Training, den ich je hatte. Mit seinem Pressing einfach unwiderstehlich und immer da. Aber eine Frage habe ich dann doch. Wieso mit deiner ganzen Erfahrung musst du bei Kickbase schummeln, um zu gewinnen? Das würde mich wirklich interessieren.
Ja, das würde uns auch sehr interessieren. Also, was ist die Schummelei, die Stefan Ortega aufgedeckt hat? Ich weiß es nicht. Nee, ich weiß nicht, ob er das als Schummelei sieht. Folgendes Szenario: Wir waren 8, 9 Spieler in der Liga. Und am intensivsten spielte Marcel Hartl und ich das Spiel, muss ich so sagen. So, und jetzt nach und nach, wie es halt so ist bei Kickbase, merken manche dann, dass sie im Spitzenteam nicht mehr dabei sind und brechen dann weg. So, und dann gab es Spieler, die haben ihre Teams wieder verkauft. So, jetzt war ich rein wirtschaftlich der beste Spieler in dem Spiel, weil ich immer die Spieler gekauft habe, Marktwert steigen, wieder hochverkauft. Typischer Schwabe, würde ich sagen. Habe ich mir da ein Geld angesammelt, falls dieses Szenario antrifft, dass irgendjemand Spieler verkauft, dass ich dann die Spieler kaufen kann. So. Und dann war es so, dass zwei Spieler ihren kompletten Kader verkauft haben und ich natürlich die 100 oder 150 Millionen auf der hohen Kante hatte und dementsprechend geschummelt habe, dass ich dann vom Marktwert ausgegangen übertriebene Angebote gemacht habe an Kickbase, dass ich alle guten Spieler den anderen weggekauft habe. Und ich weiß nicht, ob er das als Schummeln ansieht. Aber wie gesagt, ich habe dann mir alle guten Spieler eingekauft und habe dann die Dynamik ein bisschen bei dem Spiel rausgenommen, weil jetzt ja, bin ich an der Spitze und die anderen haben irgendwie keine Lust mehr. Und ja. Vielleicht sieht er das als Schummel an, ich weiß nicht, was er das meint. Klingt auf jeden Fall ein bisschen so, als wenn du auf jeden Fall prädestinierter Bayern München Manager im Leben nach der Karriere werden müsstest. Ich kann ja mal Uli anrufen und fragen, ob er ein Praktikum machen kann nach meiner Karriere. Ja, Stefan Ortega haben wir gerade gehört, mit dem bist du ja im vergangenen Sommer zusammen aufgestiegen mit Arminia Bielefeld. Als du nach Bielefeld gewechselt bist, hast du da wahrscheinlich nicht unbedingt dran gedacht, oder? Dass das in 2 Jahren möglich sein könnte, mit der Arminia aufzusteigen? Ich muss ehrlich sagen, ich war schon ja, dran geglaubt oder gedacht. Im Hinterkopf hatte ich es schon ein bisschen, muss ich sagen. Wo ich dahin gewechselt bin, wurde Arminia, glaube ich, Vierter in der Saison, also die vorherige Saison, eine richtig gute Rückrunde gespielt. Und ich hatte schon das Gefühl, vielleicht mit 1, 2 Verstärkungen kann es vielleicht schon noch klappen, mal in einer Saison irgendwie den Aufstieg über die Relegation oder wenn mal irgendwie nicht so Top-Teams absteigen in einem Jahr, dann irgendwie eine gute Saison zu spielen und dann aufzusteigen. Aber das ist dann auch in so einer Saison und in der Art und Weise dann auch passiert ist, das hätte ich mir nicht erwünschen oder träumen hätte können. Also wie gesagt, das war schon, auch wenn ich die, ich sag mal, 60% von der Saison gar nicht mitgespielt habe oder mitwirken durfte, weil sich das mit meiner Hüft-OP ein bisschen länger gezogen hat wie geplant, war es hinten raus dann trotzdem umso schöner, wieder dann ein Teil davon zu sein, seine Leistung auch zu bringen, ein wichtiges Tor auch zu schießen. Und ich glaube, das bleibt jedem auch in Erinnerung, diese Saison oder dieser Aufstieg. Dieses wichtige Tor, von dem du sprichst, war am 29. Spieltag gegen Holstein Kiel. Du hast in der Nachspielzeit das 2:1 geschossen, war dein erstes Ligator nach 3 Jahren, glaube ich. War das für dich so dein emotionalstes Profitor, an das du dich erinnern kannst? Ja, würde ich schon sagen, ja. Ähnlich mit dem ersten Bundesligator kann man das gleichsetzen wahrscheinlich. Wenn so ein Traum mit dem ersten Bundesligator, das ist schon auch sehr, sehr emotional. Aber das war schon auch mit dem ganzen, ja, mit den ganzen Jahren, was davor war, ja, wo einfach da auch Spuren hinterlassen hat, verletzt. Arminia hat mich auch als ein anderer Spieler eigentlich geholt, hatte andere Erwartungen, war immer so dran und drauf, auch irgendwie wieder weg abgegeben zu werden. Und dass ich dann am Ende der Saison wirklich auch noch so eine wichtige Rolle spielen kann und darf, ja, das war umso schöner dann auch. Wie gesagt, das war dann. Sie haben sie auch ein bisschen auch so verkauft, wie das, also dass es das Tor zum Aufstieg war, dass es ja praktisch auch nicht mehr zu nehmen war. Das habe ich dann auch so ein bisschen aus den Mitspielern auch gehört, so ein bisschen, da hatte dann keiner mehr Zweifel. Nach diesem Spiel war dann fast für jeden klar, okay, das,
das nimmt uns jetzt keiner mehr, weil wir dann auch nach der Corona-Phase schwer reingekommen sind und schwierige Spiele hatten, nicht mal diesen Rhythmus hatten. Und das war dann so praktisch so dieses Quäntchen, was jeder gebraucht hat, um nochmal zu sagen, okay, wir können das schaffen, wir können es sogar als Erster schaffen, als direkter Aufsteiger. Und ja, es war für mich ja unbeschreiblich. Also wie gesagt, wenn man auch so lange dann nicht mehr spielt, auch kein Tor geschossen hat, so ein wichtiges Tor dann auch zu schießen, das tut einem dann schon sehr, sehr gut auf jeden Fall. Mhm. Ihr habt den Aufstieg dann ja auch geschafft, habt deine Ex-Clubs Stuttgart und den HSV hinter euch gelassen. Konntet ihr dann den Aufstieg überhaupt richtig feiern? Das war dann ja so mitten in der Corona-Phase. Also ich denke mal unter euch vielleicht das eine oder andere Bier. Aber wie fiel die Aufstiegsfeier aus? Ja, nicht so wie erwünscht. Nee, leider nicht, klar. Es war dann auch mal ein Hin und Her. Es war ja relativ dann zur Anfangphase. Da war die erste Welle weg und dann konnte man so ein bisschen, vielleicht hat man spekuliert, vielleicht kann man dann doch ein bisschen was Größeres machen, und dann hatten wir ein bisschen ein Autokorso trotzdem durch die Stadt, aber das wurde dann von der Polizei dann auch relativ schnell unterbunden, weil dann klar, viele Leute dann irgendwo auf dem Marktplatz waren und das wurde dann nicht gesehen, und klar, wir wollten nicht verstehen, warum nicht wir nicht ein bisschen wenigstens dieses Gefühl haben dürfen, wenn schon nicht auf dem Rathausplatz mit der Schale irgendwie stehen, aber wenigstens ein bisschen diese Emotionen aufzufangen. Aber es hat die Polizei dann schon auch strikt unterbunden. Es war trotzdem im kleinen Kreis dann okay und mit kleinen Teilen von Fans war das dann auch trotzdem schön, aber diese ganz große Emotion ist leider ausgeblieben. Du hast gerade gesagt, das war ja irgendwie kurz oder ein bisschen nach der ersten Welle, jetzt sind wir gerade mitten in der dritten Welle und aktuell wird ja wieder überlegt, ich glaube, die Entscheidung soll jetzt auch in den nächsten Tagen schon verkündet werden, ob die Bundesliga-Clubs und Zweitliga-Clubs, ob die so ein Quarantänetrainingslager verpflichtend machen müssen in der englischen Woche. Ich weiß nicht, habt ihr schon irgendwas gehört? Und ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen muss in so einem Quarantänetrainingslager, ob man da wirklich nicht mit seinen Mitspielern, mit denen man ja den ganzen Training über immer auf dem Platz steht, ob man dann wirklich gar keinen Kontakt haben darf so richtig. Vielleicht kannst du mir mal einen Blick geben. Also wie das genau in diesem Quarantänetrainingslager ablaufen soll, weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, da wir dann alle in diesem Hotel sind und in so einer sogenannten Blase sind, regelmäßig getestet werden, jeden Tag mit Schnelltest, jeden dritten Tag mit PCR-Test, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir auf dem Trainingsplatz zusammen sein dürfen, aber nicht zusammen dann am Abend PlayStation spielen dürfen. Also so kann ich mir nicht, also ich weiß es nicht, vielleicht bin ich auch falsch informiert. Vielleicht ist es dann auch so wirklich, dass nur zum Essen und zum Training alle zusammen sein dürfen und alle dann in ihr Zimmer gehen sollen. Ob es wirklich so funktioniert, bezweifle ich ein bisschen, wenn man dann schon auch 10 Tage lang irgendwie dann zusammen ist. Aber ich bin mir jetzt noch gar nicht sicher, ob das jetzt wirklich beschlossen ist. Ich habe irgendwie gehört, dass wir das machen müssen, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das jetzt wirklich vom DFL beschlossen worden ist oder nicht. Aber wie das genau ablaufen wird, bin ich auch überfragt. Also wie gesagt, wir sind dann im Hotel und sind dann am Training und dann zu den Spielen und dann wieder zurück ins Hotel. Und wie die Tagesabläufe dann sind, da bin ich selber überfragt. Ja, normalerweise ist ja Trainingslager, man kennt das im Sommer mit Lagerfeuer vielleicht mal oder Rafting-Tour. Es gab ja schon ein Quarantänetrainingslager vor dem Wiederstart der letzten Saison. Da hast du dann noch mit Sicherheit auch die ein oder andere Erfahrung dann schon sammeln können, oder? Wie das genau ablief. Durftet ihr da abends zusammensitzen und PlayStation spielen? Ja, alles halt, ja, es sind ja nie 10 Leute in einem Raum, wenn irgendjemand PlayStation spielt. Das ist ja dann oft nur zu zweit oder zu dritt. Und ich glaube, da spricht auch nichts dagegen. Wenn man irgendwie am Billardtisch spielt oder irgendwo an der Dartscheibe steht und dann zu zweit, zu dritt irgendwie eine Runde Dart spielt, ich glaube, da spricht auch gar nichts dagegen. Da geht es eher wahrscheinlich um diesen Kontakt nach außen, dass man einfach die englische Woche auf jeden Fall durchbringt. Nicht, dass da irgendwie eine Unterbrechung gibt, wenn man dann halt keine Zeit mehr hat, hinten raus die Spiele irgendwie nachzuholen. Ich glaube nicht, dass es dann so extrem streng sein wird, dass man nicht mehr PlayStation spielen kann unter sich. Also. Wie seht ihr in der Mannschaft denn, also du hast es ja schon richtig gesagt, noch ist es nicht offiziell entschieden, aber es scheint ja irgendwie in diese Richtung zu gehen. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich gerade in der englischen Woche, weil aus meiner Sicht macht das gerade am wenigsten Sinn, da zum Beispiel der HSV hat
2 Auswärtsspiele im Süden, aber ein Heimspiel im Norden. Das heißt also, die müssten dann gegebenenfalls, wenn sie ein Trainingslager im Süden machen, irgendwie aus der Blase nach Hamburg zurück und so. Also gerade in der englischen Woche ist dann ja auch viel Reisebewegung, dass diese Blase nur bedingt Sinn macht. Wie seht ihr das in der Mannschaft? Nervt das oder ist man mittlerweile auch so ein bisschen auf dem Stand, dass es einem egal ist? Hauptsache, man peitscht jetzt diesen Spielbetrieb dadurch. Ja, aber es ist ja, die ganze Saison eigentlich schon ein bisschen so, dass man versucht, diesen Spielplan einfach durchzupeitschen mit der Sommerpause und dann mit jetzt auch ja nochmal eine Länderspielpause im Mai. Habe ich zufällig jetzt noch mal gesehen, dass wir nochmal eine Länderspielpause haben Anfang Mai. Ich glaube einfach, dass es dann einfach aus Sicherheitsgründen dann einfach, ja, dass man dann hofft dann, dass man auch nicht mehr diesen Kontakt zum Einkaufen, Tanken, ist ja eh schon beschränkt, aber dass man es dann wirklich minimiert auf Flughafen, Stadion, Kabine, Flughafen, wieder Hotel, dass man einfach diese 3 Spiele auf jeden Fall durchbringt, dass dann niemand wegbricht, weil wenn man diese 3 Spiele dann einfach nicht mehr nachholen kann, weil einfach die Zeit weg ist. Und aus dem Grund, glaube ich, ist es die englische Woche, weil es einfach darum geht, diese 3 Spiele auf Biegen und Brechen durchzukriegen, dass man die Saison auf jeden Fall ordentlich durchspielen kann. Nicht, dass da irgendwie wieder Diskussionen aufkommen mit, was macht man, wenn 2 Mannschaften ausfallen oder zählen die dazu, zählen die verloren, müssen die trotzdem spielen oder ja, das ist nicht ganz einfach. Klar nervt es irgendwann, aber ich glaube, dieses Trainingslager, mehr nervt es die Leute, dass es jetzt sich so lang zieht und irgendwie keine richtige Regelung gibt und immer Lockdown und doch keinen richtigen und dann wieder Lockdown und wieder offen und halb offen und doch nicht offen und dass es in der Welt draußen nicht vorangeht und dass man das nervt eher, anstatt diese 9 Tage Trainingslager, das ist Business, das gehört dazu. Ja, schon sehr besondere Zeiten. Du hast die Welt draußen gerade angesprochen. Ich habe eben auch das Stichwort Rafting erwähnt. Da kommen bei mir noch Erinnerungen hoch an das Trainingslager 2017 in Lengfeld. Ich erinnere mich an das Raftingboot, Shiplock, Hunt, Holtby, Lasogga, Müller. Oder? War das? Das war ein gefährliches Boot. Wahrscheinlich das Siegerboot, aber. Wahrscheinlich das Siegerboot. Wenn du geschummelt hast, wahrscheinlich nur. Wir sind alle mittelrecht zu gewinnen manchmal. Henrik hat gerade ein paar aufgezählt, ein paar alte Hamburger Jungs. Bist du noch mit irgendwelchen HSV-Jungs, auch Ex-HSV-Jungs, Hamburger Jungs, noch im guten Kontakt? Also regelmäßig noch mit Nikolai, trotz der Entfernung bin ich eigentlich regelmäßig noch Kontakt mit ihm. Mit Pierre ist so ein bisschen, leider so ein bisschen, muss ich sagen, so ein bisschen abgeflacht. Mit dem Wechsel nach Katar ist dann so ein bisschen schwieriger geworden und ist dann irgendwie dann so ein bisschen so, es war leider dann so ein bisschen so diesen Augen, aus den Augen, aus dem Sinn so ein bisschen. Sehr schade, finde ich, weil ich echt gut mit ihm klargekommen bin. Das liegt es nicht nur an ihm, klar, ist auch immer auf beiden Seiten, aber mit ihm habe ich leider weniger Kontakt. Und sonst, Nikolai und Pierre waren eigentlich so meine zwei dicksten Kumpels, muss ich sagen. Ja, Pierre-Michel Lasogga hat ja mittlerweile auch 2 Kinder. Mit Sicherheit auch deutlich mehr zu tun jetzt. Das kannst du noch nicht nachempfinden. Wir haben ihn natürlich trotzdem versucht zu erreichen. Wir haben ihn auch in Katar nicht erwischt. Allerdings haben wir seine Mutter Kerstin erreicht und haben sie gefragt, ob sie dir auch eine Frage stellen würde. Und hier kommt ihre Antwort. Bei Schippo würde ich es machen. Schippo ist ein super Junge. Ja, da brauchst du einfach nur die Frage stellen, was war die schönste Zeit mit den Lasoggas? Da fängt er an zu grinsen, sein schelmisches Lachen. Und dann möchte ich gerne mal die Antwort hören, weil wir haben ja schon einige schöne Sachen zusammen gehabt oder viel Spaß zusammen gehabt, ne? Ja, also ich habe es ganz gut vorempfunden. Das schelmische Grinsen, das sehen wir jetzt hier im Zoom. Das können die Hörer nicht sehen, aber sie hören es so ein bisschen wahrscheinlich. Und dann kannst du mal aufklären, was sie denn meinte mit der Zeit für den Lasoggas. Wahrscheinlich gibt es da viel, oder? Ja, da gab es wirklich viel. Wie gesagt, wir hatten wirklich eine richtig, richtig, richtig schöne Zeit. Und auch mit der kompletten Familie Lasogga. Der wurde mal auch aus dem lockeren Abend mit Pierre ein bisschen zocken und ein bisschen was trinken, wurde dann eine Party, wo bis 5 Uhr nachts ging. Und
mit zig Leuten zu Hause und mit Musik und Live-Musik. Und ja, also wie gesagt, das war wirklich immer sehr, sehr coole Abende. Und da gab es wirklich viele, ja. Also wenn ich überlege einmal, hatten wir vom HSV eine Weihnachtsfeier und Pierre hatte an dem Tag danach Geburtstag. Dann habe ich gesagt, ja, die Weihnachtsfeier war dann irgendwie vorbei und dann war es noch nicht 12 Uhr. Und dann haben wir gesagt, komm, wir trinken ein bisschen was bei ihm zu Hause und stoßen auf seinen Geburtstag an und zocken ein bisschen. Und das weiß ich noch. Und dann hat die Mama Lasoga angerufen, kurz vor 12. Junge, du musst ins Bett. Er hat Pierre angerufen und ich nehme das Telefon und sage, Kerstin, wo bist du denn? Wir machen hier eine Party und du bist nicht da. Auf einmal geht die Tür auf und sie den ganzen Lasoga-Clan dabei und die Musik angemacht und wir haben dann eine richtig coole Party gefeiert. Ja, also es war wirklich, an den Abend hat es dann nichts gefehlt, an einen Sambuca gleich gar nicht. Also das ist das, was auch hängen geblieben ist, die Mama Lasoga, die liebt Sambuca und die trinkt zu jedem Anlass Sambuca und da muss auch jeder Sambuca trinken. Und da gibt es auch eine kleine Geschichte nochmal, gerade ein, witzig. Hatten wir ein Samstagsspiel und haben das Spiel gewonnen. Und sind danach. Aber nicht in der Hamburger Phase gewesen sein. Ja, es gab auch Spiele, wo wir gewonnen. Es war im ersten Jahr. und dann haben wir gesagt, komm, Pierre, wir gehen ein bisschen in den Club. Und dann hatte ich zwei, drei Kumpels dabei. Und dann standen wir vor dem Club, dann kam Pierre aus dem Taxi und hat gesagt, ja, wir müssen kurz noch warten. Es kommt noch jemand, dann sind noch zwei Taxis angefahren, Großraumtaxis, mit Leute ausgestiegen und Leute. Und ich sagte, die können doch nicht alle dazu. Sagt er, doch, die kommen alle mit. War Oma, Opa, Onkel, alle waren dabei. Wir sind dann ins Golden Cut, in den größten Hip-Hop-Laden rein. Dann saßen wir da und sie, klar, direkt eine Flasche Sambuca und jeder kriegt ein Glas. Und ich, Sambuca, boah. Da stellen sich die Nackenhaare bei mir. Und ich, klar, mein Glas gehabt und Tag im Club weggeleert und schüttel meinen Kopf ein bisschen und denke mir, oh. Dann kommt sie und gibt mir einen Leberhaken und sagt, wenn ich einen ausgebe, dann wird er auch getrunken. Ich habe es ganz genau gesehen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich jeden Sambuca mitgetrunken, wo die Kerstin ausgegeben hat. Der Leberhaken muss gesessen haben. Ja, also wie gesagt, wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit und die möchte ich auch nicht missen. Und es waren schöne Abende, aber auch anstrengende, muss ich sagen, vom Alkohol. Vielleicht hilft dir jetzt dieser Podcast, um das zusammenzuführen, wieder was eigentlich zusammengehört. Ja, sehr gerne. Chiplock und den Lasoga Clan. Du kannst gerne die Gitarre rausholen, das hat sie uns nämlich auch noch verraten, dass du ein begnadeter Gitarrenspieler seist. Und dann eine Reunion-Party macht. Ja, das muss gerne. Das Ziel sein. Ich bin ja erstaunt, das hier alles zu hören. Ich denke mal, Fußballprofis, die haben gar nicht die Zeit und auch nicht, die dürfen gar nicht mehr nachts so lange aufbleiben und auch keinen Alkohol trinken, aber es scheint ja doch ein bisschen anders zu sein, oder? Oder muss man nur die Familie da sogar kennen? Die heutigen Profis dürfen das nicht mehr. Damals war es noch ein bisschen anders. Wird immer professioneller und wird immer mehr Ernährung, noch schneller, noch besser, mehr Schlaf, nur noch Wasser trinken. Aber es war vor fünf vier Jahren war das noch anders. Zum Glück noch nicht so schlimm. Dann hoffen wir mal, dass du jetzt mindestens ein genauso großes Anekdotenfeuerwerk rauszauberst, wenn wir den nächsten HSV-Kandidaten auf den Hut zaubern, nämlich Nikolai Müller. Den wollen wir aber als erstes mal selbst hören. Schippi, Schipplock, hab gehört, du bist heute im Podcast, da lasse ich mir natürlich nicht nehmen, dir auch eine kleine Frage zu stellen, da du letztes Mal behauptet hast, ich würde im Backgammon immer gegen dich verlieren, was eindeutig eine Lüge ist, weil du ja immer mi machst und aufgibst, das heißt, in der Regel gewinne ich eigentlich immer, aber zu meiner eigenen Frage ist, ich bin ja hier in Sydney, in Australien auf ein kleines Abenteuer, um Fußball zu spielen, wollte ich einfach mal fragen, wie siehst du das? Kannst du dir auch sowas vorstellen? Oder sagst du lieber, ich bleibe in Deutschland? Das würde mich gerne mal interessieren.
Ich hoffe, euch beiden geht's gut und wünsche euch noch viel Spaß im Podcast und liebe Grüße aus Sydney. Ciao. Ja, liebe Grüße von Nikolai Müller, Sydney Wanderers. Du hast ihn offenbar noch nicht besucht, oder? Nee, ist ja auch schwierig gerade. Leider noch nicht, aber so seriös habe ich Nikolai auch selten gehört, muss ich ehrlich dazu sagen. Dass er so seriös eine Sprachnachricht abschicken kann. Chapeau, hätte ich nicht gedacht. Also den Schalter umgedreht, ne? Er war da mit dem Schummeln am Anfang, da habe ich gleich wieder das Muster erkannt, aber dann hat er noch den seriösen Schalter gefunden. Ja, mit Nikolai hatte ich, ja, wie gesagt, das war eine sehr, 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 sehr schöne Zeit auch. Wie gesagt, das war mit Pierre und mit Nikolai zusammen eigentlich. Wir waren eigentlich so zu dritt ein bisschen unterwegs. Louis manchmal noch ein bisschen. Da die Frauen sich dann auch sehr, sehr gut verstanden haben, meine Frau und Nikolais Frau, die Jessie, ist es dann auch so ein bisschen geblieben. Die Frauen haben das dann ein bisschen, auch manchmal, wenn die noch in Kontakt sind und FaceTime, dann sieht man sich dann auch doch noch ein bisschen öfter. Wie gesagt, ich freue mich auch wieder, wenn er wieder nach Deutschland kommt. Wir haben jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen mal auch gefacetimed und meinte, er hat vor, auch im Juni wieder nach Deutschland zu kommen und dass wir uns auf jeden Fall auch treffen in Hamburg dann. Da freue ich mich auf jeden Fall auf eine Runde Backgammon und ein Gläschen, keine Ahnung. Sambuca. Bitte nicht. Aber ob ich mir das vorstellen kann, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wohin genau und was, ist man auch ein bisschen abhängig von den Vereinen oder von dem Land auch, wo Interesse besteht. Aber ich wäre natürlich auch offen dafür, ob es jetzt Australien ist oder USA oder auch was anderes. Da sind wir sehr, sehr offen dafür auch. Alles, was kommt, würden wir gerne mal uns auch anhören und so ein Jahr im Ausland oder 2 Jahre wie Nikolai, der Familie geht es auch richtig gut und die sind richtig happy dort und diese Erfahrung auch zu machen im Ausland, das würde ich auf jeden Fall gern machen, ob das dann nächstes Jahr ist oder vielleicht erst in 2 Jahren oder ob es überhaupt zustande kommt, muss man dann auch mal schauen. Nikolai, sage ich, hat auch ein bisschen das Quäntchen Glück vielleicht gehabt, dass ein deutscher Trainer gerade drüben war und ihn kannte und ihn dann rübergeholt hat, weil ganz so einfach ist es dann doch nicht, ins Ausland auch zu wechseln dann. Aber der Wunsch ist auf jeden Fall da und muss man dann abwarten, was es ergibt, ob man sich dann das auch überlegen kann oder sich vorstellen kann. Aber vom Grund her sind wir da sehr, sehr offen und sind da nicht abgeneigt. Dein Vertrag läuft ja im Sommer aus in Bielefeld, wenn ich da jetzt richtig informiert bin, laut transfermarkt.de. Wie ist das? Es ist jetzt schon April, also so lange ist die Saison ja auch nicht mehr. Bist du da schon im konkreten Gedanken auch, wie es jetzt in der nächsten Saison aussieht? Und hast du da vielleicht schon mal so konkreter auch überlegt, wo es dann vielleicht im Ausland oder ins Ausland hingehen könnte? Wo genau, weiß ich nicht. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich schon gerne in die Staaten. Jetzt gar kein Verein per se irgendwie ausgesucht, aber in die Staaten wäre so ein Wunsch von uns. Aber wie gesagt, ich musste alles auf mich zukommen lassen auch. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein konkretes Angebot schon habe. Ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergeht mit Arminia. Da gab es schon Gespräche, aber ich sage, dieses Jahr dauert alles sehr, sehr lange wegen Corona auch. Jeder Verein muss wirtschaftlich gucken, wie er dasteht, welche Spieler gehen, welche können sich überhaupt leisten, wie groß ist das Loch von der Corona-Krise wirklich. Und von dem her lasse ich alles auf mich zukommen. Ich würde gerne auf jeden Fall noch 1-2 Jahre Fußball spielen. Eins auf jeden Fall und alles andere muss man dann auch schauen, wie es dann auch körperlich klappt. Ein Jahr will ich auf jeden Fall, also aufhören will ich auf gar keinen Fall. Aber wie und auf welchem Niveau oder in welchem Land, das wird sich in den nächsten Wochen oder Monaten zeigen. Du hast eben gesagt, dass ihr euch zum Beispiel die USA ganz gut vorstellen könntet. Ihr, dann bist du und deine Frau Maureen wahrscheinlich gemeint, tippe ich einfach mal. Du hast mal vor einem Jahr gesagt, dass ihr auch euch gut eine Familie vorstellen könntet. Macht ihr bewusst Familienplanung erst nach der Karriere oder es kommt, wie es kommt? Oder wie ist
Wie ist da der Stand? Ja, geplant ist es nach wie vor. Und ja, es kommt, wann es kommt, ist es einfach dann. Es ist nicht gezielt nach der Karriere, aber ich bin gar nicht schad drum. Wenn es jetzt nach der Karriere dann erst so sein soll, weil ich dann einfach auch anders Zeit habe und anders genießen kann, unabhängig, was ich nach meiner Karriere mache. Aber reines Fußballbusiness ist ja schon sehr an Termine gebunden und man ist schon auch abhängig davon, von Trainingslager, von Spieltagen, von, ja, egal, von Urlauben, ist es ja mal egal. Und wenn es zum richtigen Zeitpunkt kommt, dann freue ich mich. Wenn es dann jetzt in 9 Monaten oder 10 Monaten soweit ist, dann freue ich mich auch drüber. Und wenn es noch ein Jahr dauert, dann ist es okay. Ich bin da relativ entspannt. Meine Frau nicht ganz so. aber das kommt, wie es kommt. Und wir sind happy, so wie es ist. Ja, also Schippo wird irgendwann oder bald Papa. Jetzt hören wir erst nochmal deinen eigenen Papa. Den haben wir ja vorhin schon mal gehört, aber jetzt hat er auch nochmal eine Frage an dich. Schippo vor, noch ein Tor. Hallo Sven, ich hätte mal eine Frage. Wo kommt eigentlich dein Name, dein Spitzname her? Schippo. Und wer hat ihn dir gegeben? Ja, so wie man deinen Vater hört, hätte ich eine Idee, wo der Spitzname herkommt. Du lachst schon so. Ich muss wegen meinem Papa lachen, nicht wegen der Frage. wo mein Spitzname herkommt? Das ist eine gute Frage. Also zu meinem Papa haben sie früher immer Schippi gesagt. Und das war irgendwann, das ist eine gute Frage. Vielleicht weiß mein Papa mehr wie ich. Aber ich weiß es nicht. Ich könnte gar nicht den Moment sagen, der hat den Spitznamen irgendwie rausgegeben oder hat irgendwie erfunden. Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. aber hat sich auf jeden Fall, es war schon in jungen Jahren, in der Jugend dann schon, und es hat sich aber so festgebrannt, dass, ja, dass es dann die ganze Karriere so geblieben ist. Also jeder kennt mich, glaube ich, unter Schippo. Es gab auch schon Mitspieler, wo ich 2-3 Jahre mit denen zusammengespielt habe und dann kam jemand und fragt, wo ist der Sven? Und die haben sich dann wirklich angeguckt und überlegt, wer in dieser Kabine Sven heißen könnte. Weil einfach ich dann einfach Schippo bin, ja. Und das ist witzig auch immer, jedes Mal, wenn ein neuer Trainer kommt, der sagt noch die ersten 2-3 Wochen Sven und dann merkt er, okay, hier sagt gar keiner Sven. Und dann bin ich auch immer Schippo und das ist bis heute so geblieben. Müsst ihr vielleicht nochmal in der Familie besprechen, wo der Name jetzt genau herkommt. Auf jeden Fall ja aus der Jugend und dein Vater Markus war ja auch mal dein eigener Trainer, ne? Lange Jahre lang beim FC Engstingen. Ist das richtig? Ja. Der war, ich weiß nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich glaube schon 9 Jahre lang mein Trainer, mein Jugendtrainer, bis ich dann mein Papa dann irgendwann die Jugend verlassen hat und aktiv trainiert hat und ich dann auch irgendwie weiter weg gewechselt bin. Aber der war immer mein Wegbegleiter, meine ganze Karriere. Er war auch mein Personal Coach, jetzt nicht im Mentalen, aber im Fußballerischen. Er hat mich nie irgendwie dazu gezwungen, aber er wusste ganz genau, wenn er mir ins Gewissen redet, dann reicht das. Hat immer dann die Bälle gehabt, in mein Zimmer geklopft und hat gefragt, ob wir trainieren sollen und ich an der Playstation und eigentlich keine Lust und hat er die Bälle vor die Tür gestellt und hat gesagt, wenn du es anders überlegst, ich bin da, aber wenn du keine Lust hast, hast du keine Lust. Und dann kam immer das schlechte Gewissen und er hat mich schon auch sehr, sehr, sehr geprägt auch und sehr, sehr geholfen in meiner Karriere, auch wo ich noch bei den VfB Amateuren war, war klar, dass ich immer ein bisschen mehr machen muss wie die anderen, dass ich irgendwie annähernd an dieses Level komme. Und das hat er mir immer wieder vor Augen geführt und haben mir immer auch extra Schichten angelegt, ja. Und das war anfangs noch mein bester Kumpel, der Jan, war immer noch mein Trainingspartner. Und auch witzige Geschichte. Ich war immer mit meinem besten Kumpel auf dem Trainingsplatz. Der war nur in der Schule und ich
ein bisschen Ausbildung gemacht und bei SSV Reutlingen in der ersten Mannschaft gespielt und mir war das Training immer ein bisschen zu wenig. In jungen Jahren bin ich noch zu meinem Papa noch ins Training, immer zum Aktiven, wo er Trainer war beim SV Würtingen, freitagabends noch immer mittrainiert. Irgendwann habe ich dann mit meinem besten Kumpel dann noch trainiert. Und mein Papa hat sich dann immer wieder mit eingeklinkt, wenn er zeitlich Zeit hatte einfach. Und einmal war mein bester Kumpel dann dabei und wenn ich mit meinem besten Kumpel trainiert habe, war es dann immer so praktisch 10 Bälle, 10 Wolle, also, 10 Flanken, jeder schießt vom 16er, Schuss des Tages, wer hat das schönste Tor geschossen und nur da ging es nur um den Spaß. So, und dann war mein Papa da und dann ging es halt richtig mit Passübung, Pass, Klatsch, Torschuss und richtiges Training. Und dann ging es so weit, dass mein bester Kumpel dann, irgendwann habe ich ihn gefragt, komm mal trainieren, hat er gefragt, ist es mit deinem Papa oder ohne dein Papa? Wenn er dann schon eine strenge Hand hatte im Training, mein Papa, der wollte dann schon auch einen Effekt haben und das war meinem Kumpel dann irgendwie nicht recht, er wollte nur aufs Tor bolzen. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, wie mein Papa mich begleitet hat, meine ganze Karriere und auch immer wieder getrieben hat, mehr zu machen. Das war das nötige Quäntchen, wo dann vielleicht wo ich gebraucht habe, um dann auch den Sprung dauerhaft in der Bundesliga zu schaffen. Das hat er mir im Vorgespräch auch verraten, dass du in der Jugend eigentlich das, was du heute hattest, nämlich oder hast als Bundesliga-Profi dieses physische, dieses kämpferische, das Anlaufen, dass du das als junger Spieler eigentlich gar nicht hattest, dass du da eher etwas trainingsfauler warst, um es mal so zu sagen. Ja, ich war lauffaul eigentlich. Da hatte ich es genau andersrum. Ich war eher lauffaul und habe ein bisschen mehr Tore geschossen. Viele sagen jetzt, warum hast du es nicht beibehalten? Aber das ist mir gar nicht so selber bewusst gewesen, aber ich war ein sehr, sehr fauler Spieler anscheinend. Das war da schon auch so im Jugendbereich, dass sich Eltern schon auch beschwert haben beim Trainer, warum ich da immer wieder spiele und ich so faul wäre und kaum laufen würde. Aber das war dann irgendwann, das war wie ein Schalter aus der Jugend in den Profibereich, dann war klar, hier reicht's. Nur mit bisschen paar Tore schießen reicht es nicht. Ich musste mehr machen. Und es war mir relativ früh klar, dass ich mehr machen muss, um mehr zu erreichen. Und ich hatte immer das Glück, auch die gewisse Zeit zu haben, um mich weiterzuentwickeln, um meine Defizite aufzuarbeiten, egal ob es bei VfB Amateure war oder auch bei Hoffenheim in den ersten Profijahren. Ich hatte immer die gewisse Zeit, mich dran zu gewöhnen und meine Schwächen aufzuarbeiten. Und war dann zum richtigen Zeitpunkt dann immer da. Und das war ja immer mein Glück eigentlich, dieses richtige Timing zum richtigen Zeit da zu sein und parat zu sein und Leistung dann abzurufen. Aber ich habe dann immer wieder meine Zeit auch gebraucht. Aber das kann man sich ehrlicherweise gar nicht richtig vorstellen heute, dass du lauffaul gewesen sein sollst. Also Stefan Ortega hat das ja eben auch gesagt, der nervigste Gegenspieler im Training, immer anlaufen. Ich erinnere mich beim HSV, ich glaube, Markus Gisdol war das oder vielleicht jemand anders, ich weiß es nicht ganz genau mehr, der aber auch immer gesagt hat, dass der beste Anläufer, den es gibt, ehrlicherweise, bevor du beim HSV gespielt hast, kannte ich dieses Wort Anläufer gar nicht. Also, dass du nicht früher gelaufen bist wie ein Irrer, das kann man sich kaum vorstellen. Ja, in meinem Kopf bin ich damals schon gelaufen, nicht so wie heute, nicht so bekloppt wie heute. Aber ja, irgendwann habe ich das gemerkt, der Markus Gisdol hat es dann zur Hoffenheim-Zeit einfach geschürt und hat das Talent, das Anlauftalent einfach erkannt und gefordert. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich auf hohem Niveau spielen will, muss das meine Basic sein, weil ich einfach technisch, ja, Pass, Torschuss, alles, nicht gesegnet worden bin von dieser Technik, was manche Stürmer einfach haben. Und deswegen sage ich auch immer wieder, dass man, klar bin ich auch Stürmer und ich muss auch Tore schießen, aber dass man mich nicht nur an meinen Toren messen darf, weil ich natürlich mit meiner Laufarbeit und mit einer Art, wie ich Fußball spiele, schon auch einen anderen Mehrwert habe wie Tore manchmal. Du musstest dein Spiel auf jeden Fall umstellen, haben wir gehört. Gab es noch andere Dinge, die du umstellen musstest, um richtiger Profi zu werden oder um dann auch diesen Durchbruch zu schaffen? Stichwort beispielsweise Professionalität, Ernährung. Was gab es da noch vielleicht? Ich muss sagen, Ernährung
kam relativ spät bei mir, beziehungsweise ist es heutzutage ja gut, das kriegst du schon in die Fußballerwege mitgelegt heutzutage. Die gute Ernährung, habe ich das Gefühl. Ich glaube, mit 19, 20 hat es mich nicht interessiert, was ich esse. Da hat der Motor funktioniert, egal ob ich eine Pizza oder ob ich jetzt ein anderes Nudelgericht gegessen habe. Kann ich mir auch gut daran erinnern, wie wir beim VfB Amateure ins Palm Beach, in die Sportsbar sind, in der Mitte, also zwischen zwei Trainingseinheiten dienstags, und haben uns da eine Pizza Salami mit Mais und Zwiebeln, eine Spezi, ein bisschen gezockt am Automaten. Also das war unsere Mittagspause, und dann sind wir rüber und haben wieder ganz normal die zweite Einheit gemacht. Heute undenkbar. Ja, auch wenn ich heute junge Profis sehen würde, wo in der Mittagspause zum Döner essen gehen, ich würde ja alles heißen. Aber damals war das für uns okay. Und mit dem Wechsel dann nach Hoffenheim wurde mir das schon ein bisschen abgenommen, weil da Frühstück und Mittagessen schon abgedeckt waren. So, weil es einfach dann im Trainingszentrum schon Frühstück und Mittagessen gab. Dann bist du so zu diesem Profitum so ein bisschen hingedrängt worden schon. Sag, wenn du zwei Mahlzeiten am Tag schon gut gegessen hast, so viel Schlechtes kannst du am Abend gar nicht essen, dass du es wieder kaputt machst. Von dem her wurde es dann schon auch bewusst, aber auch erst so ein bisschen mit Ende meiner Hoffenheim-Zeit, Anfang HSV-Zeit, habe ich mich dann schon mehr damit beschäftigt und auch mal irgendwelche andere Sachen ausprobiert mit weniger Kohlenhydrate, mehr Proteine und lauter sowas. Und jetzt geht es gar nicht mehr anders. Also das ist auf dem Niveau im bisschen höheren Alter auch, da gehört das dazu. Hoffenheim-Zeit, Anfang HSV-Zeit und dann auch transportiert bis in die Darmstadt-Zeit, wie wir in unserer letzten Sprachnachricht nochmal einmal nachhören können. Ja, Schippi, du alter Torjäger. Cool bist du, ja, richtig cool. Du, ich habe eine Frage, und zwar zum einen, du bist ja extremer Avocado-Liebhaber. Wollte ich wissen, weißt du denn überhaupt, ist die Avocado ein Obst oder ein Gemüse? Und zum anderen, ist dir denn schon mal so eine Verletzung passiert, wo man immer von dieser sogenannten Avocado-Hand spricht? Das würde mich brennend interessieren. Ansonsten hoffe ich, dir geht's gut. Wir hören uns. Bleib gesund. Bis bald. Dein Diego. Dein Diego heißt in echt Jerome Gondorf. Spielt mittlerweile beim Karlsruher SC. War auch mal beim HSV im Gespräch. Dann, glaube ich, Werder Bremen und jetzt Karlsruher SC. Und ihr habt zusammen in Darmstadt gespielt. Ja, und er fragt zum einen Avocado, Obst oder Gemüse? Es hat er mich erwischt. Ich würde tendieren zum Gemüse. Also ich will mir nicht. Falsch? Ist ein Obst? Ja. Ein Lorbeergewächs aus der Familie der Beeren, also ein Obst, wie wir ehrlicherweise vorher bei Wikipedia nachgeguckt haben. Ja, okay. Ihr wusstet es auch nicht? Ihr hättet es auch nicht gewusst? Nee, nicht wirklich, wenn wir ehrlich sind, aber. Die Avocado-Hand kann. Aber hier wird man ja auch schlauer in diesem Podcast. Ja, er zieht mich da schon jahrelang damit auf. Das ist, ich war früher, wo es dann um Ernährung ging, wirklich ein Avocado-Liebhaber, und ich habe, glaube ich, jeden Tag wirklich Avocado gegessen. Und das hat er irgendwann mal so ein bisschen Wind davon gekriegt, und dann war ich auch mal in Amsterdam, und da gab es einen Avocado-Shop, wo es alles mit Avocado gibt, Pommes, Avocado. Ich dachte, da gibt es nur Kaffeeshops. Und davon habe ich ein Bild geschickt auch, und aber er weiß auch ganz genau, dass es schon lange nicht mehr so ist, dass mein Avocado-Konsum oder meine Avocado-Sucht schon begrenzt ist auf vielleicht eine in der Woche überhaupt. Ja, von dem her ist es also relativ entspannt geworden. Das heißt, die Avocado-Hand, so hat er es ausgedrückt, soll das eine Verletzung sein von deinem übermäßigen Avocado-Konsum? Ja, er will, glaube ich, weil er jetzt gelesen hat, dass ich mich an der Hand verletzt habe, weil das wahrscheinlich schlussfolgernd auf meinen häufigen Avocado-Konsum, ob ich vielleicht wegen der Avocado jetzt meine Handverletzung habe, aber es ist ein bisschen weit hergeholt. Ihr habt ein Jahr zusammengespielt in Darmstadt. Du hast schon am Anfang gesagt, dass deine eine ganz große Verbindung zu den Lilien hast du jetzt nicht mehr unbedingt. Hast du noch überhaupt eine Verbindung nach Darmstadt? Ja, zu Jerome ist nach wie vor. Der ist eigentlich so mein engster Kumpel geblieben.
Ja, wir haben regelmäßig auch Kontakt, wir FaceTime öfter. Jetzt klar mit Bielefeld, wo ich ein bisschen weiter weg bin, sehen wir uns jetzt nicht mehr so oft. Aber wir schauen auch, dass wir uns dann öfter mal sehen. Aber mit ihm verstehe ich mich super. Habe ihn zur Darmstadt-Zeit super verstanden und jetzt im Nachhinein wirklich auch richtig gut und ist ein wirklich guter Freund auch geworden. So auch für nach der Karriere auf jeden Fall. 2016, 2017 warst du für ein Jahr in Darmstadt, ausgeliehen vom HSV damals. Hat sich ja auch einiges verändert in der Mannschaft. Also so viele Spieler sind jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr da, ne? Oder gibt es da noch welche? Viele auf gar keinen Fall, glaube ich. Der Holland ist, glaube ich, noch da. Und Manuel Höhn kann noch sein, dass er noch da ist. Ja, und sonst, ist ja normal heutzutage. Also dieses, ich glaube, 3-4 Jahre ist schon viel in einem Club, da passiert schon viel. Aber so Kontakt habe ich da wenig sonst noch. Aber ich erinnere mich gern an die Zeit auch zurück. Es war ja die Zeit, wo ich sehr, sehr lange kein Tor geschossen habe, wo das so ein bisschen angefangen hat mit der HSV-Zeit, kein Tor geschossen und dann das mitgenommen in die Darmstadt-Zeit. Aber ich bin auch sehr, sehr dankbar, wie das dann auch alles gelaufen ist mit der Zeit. Ich habe mich dann sehr, sehr gut aufgenommen und ein sehr gutes Fingerspitzengefühl auch dafür gehabt, auch meine Leistung so zu honorieren, also neben den Toren. Und ja, schlussendlich haben sie das Tor dann, was sie geschossen haben gegen Freiburg nach der langen Zeit, dann auch wirklich auch sich mit mir gefreut, authentisch mit mir gefreut. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Das werde ich so schnell auch nicht mehr vergessen, den Tag. Und die Zeit allgemein war schön. Also der Verein ist echt, echt super. Die Fans machen richtig Spaß. Und ich freue mich immer auch dort zu sein oder wie gesagt auch dort zu spielen, obwohl das jetzt mit den Fans auch alles schwierig ist. Auch Darmstadt wurde vor der Saison so ein bisschen als Geheimfavorit gehandelt, als Außenseiter, was den Aufstieg betrifft, ist jetzt überhaupt nicht aufgegangen. Traust du dir eine Meinung aus der Entfernung zu, warum die nicht so ganz in die Spur gekommen sind bislang? Aus der Ferne ist es wirklich schwer zu beurteilen. Aber ich glaube, dass rein von der Qualität schon auch bessere Mannschaften gibt in der zweiten Liga. Sie haben gute Einzelspieler, aber auf Dauer, auf eine ganze Saison reicht es wahrscheinlich nicht für die Top 5. Da ist die Qualität dieses Jahr schon viel zu gut auch. Obwohl ich finde, mit Greuther Fürth und Bochum, dass sie so konstant und gut punkten, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet. Ich hatte eher so ein bisschen Hannover. Ganz ehrlich muss ich sagen, hatte ich auch ein bisschen Sandhausen eigentlich auf dem Zettel, weil die letztes Jahr eigentlich eine relativ gute Saison gespielt haben und sich dann noch mit 2, 3 meiner Sicht aus qualitativ guten Spielern verstärkt haben, mit Contento, mit Esswein, mit Keita Ruel. Und da dachte ich eigentlich, dass sie lange oben mitspielen, aber der Tipp ist leider voll in die Hosen gegangen. Der ist so gut wie mein Nürnberg-Tipp ungefähr. Ähnlich. Ja, ähnlich. Ja, aber man steckt auch nicht drin manchmal. Also oft hat es nicht nur mit Qualität zu tun, sondern es ist einfach dann auch, ja, wie kommt man in die Saison, wie startet man rein? Ja, und dann nimmt man den Schwung oft auch mit und gewinnt auch Spiele manchmal, wo du denkst, puh, so war es ja bei uns mit Bielefeld auch. Da gab es genug Spiele, wo wir dachten, okay, normalerweise müssen wir die hier verlieren. Wenn ich das Spiel nehme in Hamburg, wo wir gespielt haben, das Spiel muss ohne Probleme 4-0 ausgehen und wir spielen halt 0-0. So. Und dann denkst du dir, okay, ein Punkt in Hamburg ist gut, aber so und solche Spiele, ja, wenn du die zu Beginn der Saison nicht hast dann und ein paar verlierst und dann siehst du, wie die mit Clubs wie Sandhausen oder Nürnberg das schon sich schwer tun und um den Abstieg kämpfen. Aber ich glaube, auf Dauer, am Ende hin, auf jeden Fall Nürnberg packt es auf jeden Fall. Bei Sandhausen wird es wirklich sehr, sehr schwer. Du hast gerade beim Stichwort Darmstadt die Einzelspieler angesprochen. Serdar Dursun ist auf jeden Fall einer der Topspieler bei Darmstadt 98, 16 Saisontore. Glaubst du, der holt Simon Terodde noch ein? 16-20 steht es aktuell. Glaube ich nicht. Naja, es ist. Der Terodde ist einfach, ja, zu kaltschnäuzig, hat zu guten Torinstinkt. Muss man ihm einfach lassen.
Er hat sehr, sehr gute Mitspieler um sich herum, wo ihn auch in Szene setzen. Und er hat einen guten Riecher, auch wo Bälle runterfallen. Und ich glaube nicht, dass ihn jemand einholen kann bis zur Saisonende. Ich glaube, der holt sich die Krone auch. Und ich hoffe, dass er sich die Krone holt mit dem Aufstieg. Das gönne ich ihm und das gönne ich dem HSV und allen Spielern, wo auch noch da sind. Dann brauchen wir dich wahrscheinlich zum Ende jetzt auch nicht mehr fragen, wem du am Freitag etwas mehr die Daumen drückst. Nee. Schlussendlich bin ich ein neutraler Zuschauer, ja. Ich will nicht, dass die Linien irgendwie absteigen. Aber ich will auch nicht, dass sie verlieren. Das ist, also ich sitze jetzt nicht, ich bin jetzt kein richtiger HSV-Fan und sage, die müssen jetzt gewinnen. Ich hoffe, dass sie gewinnen und ich hoffe, dass sie aufsteigen. Und Darmstadt soll in der Liga bleiben, auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn der HSV gewinnt und wieder im Endspurt dieses Mal richtig in die Spur kommt und diese Form auch hält bis zum Ende und unabhängig als Erster oder als Zweiter, Relegation mal ausgeschlossen, aber dass sie das auf jeden Fall packen dieses Jahr und dafür bräuchten sie einen Sieg am besten am Freitag. Spielen sie am Freitag? Am Freitag spielen sie. Damit hast du auch eigentlich ehrlicherweise unsere letzte Frage, die wir allen stellen, beantwortet, nämlich wann steigt der HSV auf, ist die Frage und aus deiner vorweggenommenen Antwort entnehme ich, dass du schon glaubst, dass das dann diesen Sommer auch der Fall sein wird. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Ich gönne es ihm wirklich, dem HSV. Aber geglaubt habe ich es die letzten 2 Jahre eigentlich auch. Aber ich hoffe wirklich, dass sie aus den letzten Jahren irgendwie ein bisschen eine Lehre rausnehmen und dass es dieses Jahr wirklich dann klappt. Wir hoffen, dass Arminia Bielefeld nicht absteigt und dass es dann vielleicht im nächsten Jahr in der Bundesliga zu einem schwarz-weiß-blauen Fantreffen mit dem HSV und Arminia Bielefeld kommt. Ja, vielleicht dann ja auch mit dir. Vielleicht auch in der zweiten Liga, man weiß es nicht, aber wir hoffen auf jeden Fall. Wir hoffen mal in der ersten, beide in der ersten. Genau. Und vielleicht dann ja auch mit dir. Auf jeden Fall, Schippo, vielen Dank für die jetzt gut fast 1,5 Stunden. Hat großen Spaß gemacht, waren schöne Geschichten dabei. Darauf trinken wir auf jeden Fall nochmal in Sambuca, würde ich sagen. Jederzeit. Wenn Corona vorbei ist, machen wir eine Lasoga-Party in Hamburg. Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Da würden wir auf jeden Fall nicht Nein sagen. Genau. Wir melden uns dann in der... Ja? Ihr wisst doch gar nicht, was ihr euch da antut, aber... Wir gehen vorher nochmal ins Sambuca-Trainingslager, genau. Quarantäne-Sambuca-Trainingslager, ja. Genau. Wir melden uns dann in der kommenden Woche wieder nach dem Spiel gegen Darmstadt und vor dem Spiel in Sandhausen dann. Schippo, als Schwabe sagt man Servus, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auch Wiederhören. Ciao, ciao, ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.